Jetzt fahr doch du. Guck. Erst hört sich noch ganz okay an. Man kann den wirklich nur bis maximal 10 km/h darf man im ersten Gang sein bei dem. Und das ist unlogisch. Ach, habe ich den auch mitgenommen, Mann. Aber ist mir ja auch egal. Boah, wir haben aber heute auch ein Pech, Mann, ey. Geht doch. Ich dachte, ich hätte ihn jetzt abgewürgt. Aber ist mir heute noch gar nicht passiert. Na gut, ich habe ein bisschen Übung noch von Omsi, aber trotzdem hätte ich gedacht, dass ich schlechter bin. So, ich glaube, wir sind eigentlich nur 30, aber ist uns ja egal. Ist ja nur eine Simulation. Jetzt müssen wir hierher. Hier könnte es auch nochmal kritisch werden. Und sie haben sich unerlaubterweise vom Unfallort entfernt. Das geht mir am A vorbei. Oh, im vierten Gang anzufahren ist wirklich nicht so gut. Ich gehe mal in den zweiten. Na, den Stress hat man dann natürlich nicht, wenn man mit Automatik wählt. Aber wir wollen ja auch mal ein bisschen Spannung hier drin haben. Okay, beides okay, sagt der Fahrplan. So, und dann gucke ich jetzt mal, wie lange ich aufnehme. Ich schätze mal mit einer Viertelstunde, 20 Minuten sogar schon. Jetzt müssen wir gucken. Ja, komm, dann mache ich jetzt hier 2 Folgen. Das ist dann auch schön. Dann muss ich morgen nicht mehr aufnehmen oder so. Und dann würde ich die jetzt gerne reinlassen. So, gucken wir mal F8. Die irgendwie bei Bahnhof Neundorf einsteigen? Nee. Hier muss ja doch auch umschildern, dass ich zurückfahren will. Mann. Ja, Omsi. Das ist Omsi, Freunde. Ich nehme hier nochmal. So, jetzt zeigt er gar nichts an. Auch interessant. Jetzt steigt doch einer hier. Exoten. Mann. Ich glaube, die brauche ich jetzt nicht mehr. So, genießen wir einfach mal den Stadtbus. Ja. Wirklich nichts mehr so zum Rumspielen hier irgendwie. Ich meine, ich irgendwie doch noch was so ein bisschen kaputt machen. Nee. 1,6. Dann fahren wir gleich weiter. Auch ohne die Exoten hier. Okay. Zu. Hör, das ist unlogisch. Ich habe gerade einen Gang drin und der ist nicht abgewürgt. Warte. Jetzt habe ich den ersten Gang drin.
Normal müsste der doch abwürgen, oder? Na komm, fahren wir. So, na, schon wieder ein Fehler. Aber der ist mir egal. Ich würde gerade sagen, ach, verlasse ich mich mal auf mein Glück. Und was ist? Da kommt einer an. Naja, ist ja nur eine Simulation. In Neuendorf gibt es auch noch sehr viel zu erkunden. Gibt es ein paar schöne Linien, die sind auch alle nicht so lang, aber kann man noch mal machen zwischendurch. Ich will in Neuendorf fahren und na komm, bremsen wir mal lieber. Passt sogar, guck. Sogar noch vor dem Balken. Was war das? Der LKW? Mann, ist der doof. Ist der denn durchgeknallt? Jetzt sehe ich gar nicht mehr die Ampel, toll. Oh, ist grün. Ja, ich fahre mal wieder am vierten Gang ein. Ja, was ist mein Lenkrad gerade eigentlich so schwer? Das ist richtig schwer gerade. Beziehungsweise richtig schwer zu lenken. Warte, ich deaktiviere es eben nochmal und aktiviere es dann wieder. Tastatur und... Ja, jetzt geht es wieder besser. Hier ist auch eine Aral-Tankstelle. Die Aralstadt Neuendorf. Es gibt nur Aral-Tankstellen. So. Da ist natürlich auch wieder rot. War ja klar. Also hier geht es nachher wieder zurück zum Betriebshof. Also müssen wir uns merken, hier wo so eine kleine Insel in der Mitte ist. Aber ich glaube, das wird kein Problem sein. Und die Ampel, die will ich jetzt mal kriegen, damit wir wenigstens eine grüne Ampel auf unserer Linie heute haben. So, und die kriege ich auch noch bei grün. So, um die Kurve rauschen wir hier, aber wir haben ja auch keine Fahrgäste. Und du bist hoffentlich schwindelfrei. Das passt schon. Jetzt hier den Berg hoch oder den Hügel oder wie auch immer. Und dann jetzt nochmal hier die Hilfsfalle ein. Bergverkehr geradeaus. Nochmal geradeaus. Ein Kollege. Dann hast es hier reinfahren. Dürfen wir hier halten oder ich denke mal, wir müssen weiter. Genau. Hier rein. Bin schon wieder im vierten Gang. Hey! Das Lenkrad wäre so schwer. Warum auch immer, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe OMSI ja komplett neu installiert und da
muss ich das ja alles noch so ein bisschen anpassen. Auch. So, also nochmal Lenkrad deaktivieren und Lenkrad aktivieren. Okay, ja, ich möchte den Fahrplan abbrechen. Und dann fahren wir jetzt noch die letzten Minuten zurück, damit ich zwei Folgen machen kann. Da stehen auch welche und warten auf den Bus. Wer kann es nicht mehr sein, denn wir fahren jetzt zurück zum Betriebshof. So, Gang Nummer 4. Gang Nummer 5. Und Gang Nummer 6. Mehr geht nicht. Na gut, nur der Rückwärtsgang, der irgendwie nicht reingehen will. Dummer Bus. So, ich habe die Kupplung jetzt nicht getreten und eigentlich müsste der ausgehen. Aber wahrscheinlich habe ich da was in den allgemeinen Einstellungen nicht aktiviert oder deaktiviert. So, jetzt hier kann mitnehmen. Das machen wir. Genau so macht man das. Und wir haben mal wieder rot. Die Ampel wird jetzt aber wieder grün. Perfekt. Und jetzt fahr doch mal da, du Teil vor uns zu VW Bulli. Hier müssen wir jetzt rein zum Betriebshof. So, und da wären wir wieder am Betriebshof. Und jetzt ist das Lenkrad mal wieder schwer, wie schon gesagt. Das macht das Lenkrad gerne. Das Logitech E27 Racing Wheel. Naja, ich muss das nochmal einstellen und vielleicht auch kalibrieren, mal gucken. Mann, ist das jetzt doof hier. Und jetzt muss ich sogar schon mit zwei Händen da rumhantieren mit. Sondern fahre ich einfach mal hier rein. So, ich mach doch mal wieder so. Okay, jetzt funktioniert's wieder. Ja, ich würde sagen, Gang raus, Motor aus, Gang raus, Motor aus, Elektronik aus, ja, na, hast uns gut gefahren, guter Busfahrer, bis zur nächsten Folge von Omsi, der Omnibus Simulator 2, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss!